Herzlich willkommen zur nächsten Resident Evil Episode. Weiterhin mit dem Raubzugmodus. Ich bin Suebo für Gameplay Games for You und gucken mal, welches Level wir denn jetzt machen. Das wäre das nächste. Das ist auch für unser Level gedacht. Also starten wir einfach da damit mal, wobei wir dieses Ausrufezeichen mehr gelernt. Da sind nochmal stärkere Monster. Eventuell sollten wir dann das Ganze auch mal hier machen. Weil ich weiß nicht genau, ja, was das uns bringt, wenn ich ehrlich bin. Wir machen einfach mal dieses Stufe 8 Teil. Vielleicht schaffen wir es nicht, vielleicht schaffen wir es auch. Auf jeden Fall ist es was Neues. Das ist da immer ganz cool. Und ja, gucken wir mal, was passiert. Feinde mit Symbolen sind sehr stark. Okay. Gucken wir mal, wo wir jetzt hier rum müssen. Hier rum oder das andere. Es gibt zwei Ausgänge. Hier geht es scheinbar nicht rum. Dann müssen wir den anderen Weg nehmen. Vielleicht müssen wir auch mit dem Fahrstuhl nach unten. Das habe ich ja gar nicht gecheckt. Werden wir aber dann sehen. Ne, hier geht's rum. Okay. Dann gehen wir hier rum. Ab nach unten. Oh nein, das Wasser. Eigentlich keine Lust auf Wasser. Scheiße. Vor allem haben wir nicht mal einen Scanner, um die Wassermonster aufzudecken und so. Das ist ja richtig blöd. Wer bist du denn? Ganz schön schnell hier, irgendwie. Fällt mir nicht so. Oh, der ist schon tot. Warum sieht er mir eine? Was soll denn das? Nicht ganz so mein Fall, wenn dann vor allem hinter mir einer spawnt. Wo ist der nächste? Da sind zwei. Okay, das ist ein bisschen uncool. Der eine ist nämlich auch tot. Wegballern. Okay. Zack, zack. So, der ist tot. Perfekt, haben wir den Schlüssel aufbekommen. Hier ist so eine. Dann können wir benutzen. Dann kriegen wir die Blume wenigstens. Bringt ja sonst eh nichts. Wieder auf die Pistole wechseln. Okay. Hier irgendwas, hier ist eine Kiste. Gewehrmunition, die bringt uns jetzt noch nichts. Da haben wir ja reingeguckt. Gucken wir hier. Hier ist ein Fahrstuhl oder wie? Ne. Geht's auch unten ins Wasser und nein. Ach, bitte, muss das wirklich sein? Okay. Durch die HP-Balken geht das wenigstens noch einigermaßen. Irgendwie. Fuck you. Ist er denn auf einmal vor mir aufgeploppt? What the fuck, man? Ich hasse diese Viecher. Die sind so ekelhaft. Ekelhaft nervig vor allem. Da kommt man ja nicht rum. Müssen wir erstmal hier rum. Erstmal hier hoch. Und zwar bestimmt irgendwo Gegner. Da ist auf jeden Fall ein Fisch. Ich treffe ihn nicht. Warum treffe ich den nicht? So scheiße. Das muss auch irgendwie ein Fisch sein. Lululululul. Heilen wir uns erstmal. Scheiße, Mann, das ist doch Kacke. Kacke, Kacke, Kacke ist das. Treff die einfach nicht.
dann ist er tot. Ganz schön scheiße, ey. Das ist wohl wirklich ein Fisch diesmal. So. So, den haben wir perfekt. Ich hoffe, das war hier auch alles. Okay, scheiße, scheiße, ey. Okay, das ist irgendwie gefährlich, geil. Dann kommt die nur. Oh, das ist ganz krass, ey, auch. Nicht so gut. Nachladen, nachladen. Aber was geht denn ab hier, Kackviecher, Mann? Ja, das ist gut, man scheint schon. Er ist tot, glaube ich. Der lebt sogar noch. Geht dann ab hier. Das sind mir viel zu viele hier, Mann. Nachladen, nachladen. Oh Mann, oh Mann. Da hinten ist jetzt der eine Bossfisch noch. Oder? Ist er weg? Okay. Ich gedacht, dass der Bossfisch auch noch irgendwo rummacht. Da können wir auf jeden Fall rein. Gucken wir uns erstmal hier oben um. Wo der sein Namefisch war. Eben noch. Okay, aber egal, wir haben scheinbar einfach alles umgefratzt mit dem Maschinenpistolen-Ding. So, gucken wir mal. Können wir irgendwas machen, ne? Okay. Hier. Können wir wieder was machen? Können wir wieder den Scheiß an- und ausmachen, denke ich mal. Bringt uns hier aber gar nicht so viel. Das bringt uns auch noch nichts. Okay, das wechselt nur zwischen B und sowas hin und her. Vielleicht müssen wir erstmal einfach nur auf die andere Seite. Das mal. Warum ist denn nicht irgendwie wieder Gegner gekommen oder so? Muss leider ausflippen. Wohl nicht. Okay. Das ist ein richtig dreckiges Level, Mann. Das geht mir richtig auf den Sack. Hast du so ein Wasserkack? Ganz kurz eine Pflanze. Das ist gut. Ein bisschen Pistolenmunition ist auch gut. So, weiter geht's hier. Warum kommen jetzt irgendwelche Fischgegner gleich wieder? Aber es wird 100 Bose sein. Okay, hier geht's erstmal hoch, das ist gut. Hoch ist nämlich immer aus dem Wasser erstmal raus. Okay, da kann man aber gar nichts machen hier irgendwie. Da geht's nämlich wieder ins Wasser. Super geil. Wo kommst du denn her? Du warst eben am Anfang noch nicht da. Zumindest mit deinem HP-Balken noch nicht. Nachladen. Okay. Na komm, zeig dich mal, Kollege. Muss aber noch mehr sein hier. Da ist sogar so eine Art Boss von denen. Komm, komm, komm. Du warst mir viel zu nah, Kollege. Das gefällt mir nicht. Wenn du da so einen Scheiß mit mir machen willst. Komm, komm, mach ab. Sehr gut. Nächster, bitte. Wo ist denn der nächste? Das ist auf jeden Fall ein Schlüsselketten-Ding, also müssen wir da rum. Da kommen wir so jetzt noch nicht rum. Deswegen müssen wir hier erstmal noch ein bisschen was an Zeug aus dem Weg räumen. So. Haben wir immer noch nicht den Schlüssel bekommen. Das heißt, hier muss ich irgendwie noch ein bisschen mehr rummachen. So, jetzt haben wir ihn bekommen. Also muss es der letzte gewesen sein. Alles klar, gucken wir uns hier erstmal um. Nochmal kurz. Wenigstens, dann geht's auf jeden Fall hoch. Hier ist nichts. Gucken wir hier nochmal.
hier oben irgendwas ist. Vielleicht gibt es hier noch eine Pflanze oder so. Jetzt nochmal runter. Hey. Hier ist doch bestimmt nochmal ein Gegner irgendwo. Oder auch nicht. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ah, hier geht's gar nicht rein. Okay. Auch nicht schlecht. Okay, okay, okay. Und wieder hier hoch. So, da waren wir schon. Hier kann man aber nochmal rein. Jetzt sind wir nämlich hier auf der anderen Seite. Da ist auf jeden Fall noch was. Ein bisschen Munition, die uns nichts bringt. Okay. Wie ist das hier? Können wir auf C schalten. Dadurch geht das Ding auf. Können wir dann nachher hier uns einen leichteren Weg raus verschaffen, denke ich mal. Sonst dürfte das aber keine Auswirkungen haben. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Hier wollen wir einen Schlüssel benutzen. Gucken, was jetzt hier für eine Party abgeht. Da, wo seid ihr denn, meine Gegner? So? Okay, hier ist noch eine Waffenkiste irgendwie. Aber ne, wer bist du denn? So, dann wechseln wir mal auf die Pistole. Zack, zack. Geknallt. Alles gut. Schienenpistolen nachladen. Sonst ist hier gar nichts, oder wie? Okay. Soll mir ja recht sein. Dann können wir ja doch wieder hier rumgehen. Dann müssen wir wahrscheinlich da, wo vorher das Gasventil war, wo wir nicht rein konnten, hin. Also weiter zurückgehen wieder. Auch nicht schlecht. Ich hoffe nur, dass ich jetzt hier die richtigen Teile anhab. Kann ja gut sein, dass da gleich wieder was falsch ist. Kann aber auch heißen, dass jetzt hier wieder Gegner da sind. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So, hier rum. Hier rum, hier rum, hier rum. Hier rein. So, hier, das ist immer noch an. Also haben wir es noch nicht richtig. Okay. Also nochmal dahin und müssen jetzt vielleicht das Anfangsding ausmachen oder so. Das könnte ich mir vorstellen. So, ist das überhaupt richtig hier rum? Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Ne, das ist falsch. Okay. Eieiei, was ein Weg. Ganz schön anstrengend. So, jetzt hier rum. Nochmal. Zack, 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 hier rein. Und jetzt hier das Teil ausmachen, ist meine Vermutung. So, hier, das machen wir jetzt auf Off. So, okay, macht's auf A. Soll mir auch recht sein, vielleicht klappt das ja. Versuchen wir das einfach mal. So, hier rum. Hier rum. Müsste es hier aus sein. Okay, es ist tatsächlich aus. Dann mit der Pflanze. Hier ist sonst nichts. Dann überlegen wir das da mal. Okay, dann kann man hier wieder was betätigen. Das ist dann noch aufgestellt. Spezialzubehör, was haben wir hier? Ah, das Zahnrad. Okay. Okay, weit Bescheid. Ich hab's gemerkt. Ich bin etwas zu bekloppt nach vorne gerannt. Das war nicht die beste Idee, die ich jemals gehabt habe. Ich habe es selbst verstanden. Okay, das geht hier ab. Ich würde gerne mal nachladen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so ganz klappt. Das ist mein Problem mit dem Nachladen. Ist jetzt auch drauf, alles klar. Haben wir das doch geschafft. Kann uns wieder hier rumgehen. Dürfen jetzt auch wieder Gegner da sein, überall. Vermutlich. Das war so klar. Lass mich mal in Ruhe, Kollege. Ja, ja, von hinten auch nochmal. Ist schon okay. Gehen wir erstmal hier einen Schritt nach zur Seite. Nachladen.
sind noch schön drauf. Perfekt. Kommen noch bestimmt noch mehr von euch. Da ist nix. Das ist hier. Da ist auch nix irgendwie. Gehen wir mal hier rum. Fuck you, fuck, fuck. Was soll das denn eben, ey? Das ist so nicht schon schlimm genug, ne? Dauert so ein Fetter dann noch um die Ecke. Heilen wir uns lieber gleich mal. Ach du Kacke. Vorne ist auf jeden Fall irgendwas Gefährliches. Okay. Gucken wir mal, ob wir den mit dem Gewehr irgendwie eventuell gut treffen können direkt mal. Der hat doch Eingespare anvisiert. Okay, wir haben es geschafft, das war gut. Besser als gedacht. Okay. Das läuft ganz gut, muss ich sagen. Trotz allem. So, hier können wir das Zahnrad jetzt benutzen, denke ich. Okay. Nutzen wir das doch mal. Neustartschlüssel. Das Gewehr. Zack. Was mit dir da? Kommst du mal irgendwie raus oder wie können wir dich töten? Scheint von hier oben gar nicht, oder? Ich dachte, der war gerade was mal kurz rot. Aber wieder hier oben schwimmt. Das klappt so nicht. Schade, schade. Nehmen wir lieber wieder das Maschinenpistolchen. Der ist rot, perfekt. Erstmal der rot. Schön langsam jetzt hier rumgehen. Wir haben nämlich auch nicht mehr so viel Heilscheiße. Bisschen Angst hier gerade. War es ganz schön nah da, das habe ich nicht erwartet. Okay. Waren das alle oder ist hier noch irgendwo einer? Sieht so aus, als wenn es alle gewesen wären. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich rum muss. Super praktisch, oder? Jetzt hier rein. Vorhin ging es glaube ich in der 3. Geht's auch nicht rein, okay. Weiß gar nicht, sind wir hier falsch. Hab verstanden. Müssen wir jetzt hier rum. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, wer bist du denn? Wo schießt sich denn irgendwo in die Luft hier? Und wenn die mal wieder Pistole bringt ein bisschen mehr gegen die. So. Gucken wir jetzt hier mal. Ja, was bringt uns das Ganze jetzt hier? Ah, hier ist fertig. Oh, sehr schön. Wir haben es geschafft. Nicht mal unbedingt mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir mal. Na, Präzision war jetzt nicht so berauschend, das denke ich mir. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Bonus bekommen. Wir haben alle Feinde besiegt, das gibt gut Bonus, definitiv. Ordentlich was an Erfahrung auch. Okay, ja klar, nehmen wir die mal auf. Stoppen 2. Schaden 1. Hartgesotten 1. Können wir immer noch verkaufen dann später. Wenn wir irgendwann mal wieder Bonuspunkte brauchen. Denke ich. Okay. Shop. Erstmal wieder alles voll kaufen. MG auf jeden Fall geladen. Meine Granaten brauchen wir nicht mehr. Geladenes Kraut, definitiv. Okay. Das war's dann wohl schon. Was wir laden müssen. Haben also sogar ein bisschen was an Bonuspunkten gesammelt.
dürfte mir hier sowas dann irgendwann mal holen können. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Episode auch an dieser Stelle mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!